Hallo und herzlich willkommen, Ringrocker hier. Es ist mal wieder soweit, eine Eventverteilung für Pokémon Schwert und Schild steht an. Und diesmal können wir die drei Shiny Gala-Vögel bekommen, die legendären Vögel Arctos, Zapdos und Lavados in ihrer Gala-Form. Es ist außerdem auch das allererste Mal, dass wir die legendären Vögel in ihrer Gala-Form in Shiny bekommen können, da diese bisher Shiny-locked waren und bisher war auch nicht wirklich bekannt, wie diese in Shiny aussehen. Und das haben wir jetzt hier. Sie haben die Farben, die sie normalerweise in ihrer Nicht-Gala-Form haben. Das sieht ziemlich, ziemlich cool aus. Und diesmal ist alles ein bisschen anders. Wir bekommen diese nicht über die Geheimgeschenk-Funktion, sondern über die Turnierfunktion. Ihr kennt bestimmt die Turnierfunktion, habt ihr bestimmt schon mal gesehen im Spiel. Da gibt es ja jeden Monat ein neues Turnier mit einem bestimmten Thema oder ähnlichem, wo man dann Gewinnpunkte bekommen kann. Das war für die Teilnahme, gab es 50 Gewinnpunkte. Und je nachdem, wie gut man abschneidet, gibt es dann noch teilweise andere Belohnungen. Und diesmal bekommt man eben die Shiny Vögel, die legendären Vögel. Was muss man dafür jetzt genau machen? Ihr müsst an einem Turnier teilnehmen, einen Kampf bestreiten in diesem Turnier, ihr müsst den übrigens nicht gewinnen, und dann bekommt ihr im Februar Arctos, im März Zapdos, im April Lavados. Und dann haben wir die drei auch schon durch. Die Anmeldephase für diese Turnierrunde ist jeweils im Februar, vom 3. Februar bis 17. Februar für Arctos und die Turnierphase vom 18. Februar bis 20. Februar. Für Zapdos ist das dann die Anmeldephase 24. Februar bis 10. März und Turnierphase vom 11. bis 13. März. Und für Lavados ist dann die Anmeldephase vom 31. März bis 14. April und die Turnierphase vom 15. April bis 17. April. Natürlich werde ich euch dann ein Video jeweils zur Anmeldung machen, wenn ich das Ganze auch mal selbst ausprobiere. Ich habe mich selbst auch noch nicht bisher für so ein Turnier angemeldet, aber hier muss das ja natürlich jetzt mal gemacht werden. Da kommt dann jeweils ein kleines Video für euch, natürlich auch zur Erinnerung, dass es jetzt losgeht mit der Anmeldung, da werde ich auch nochmal den Zeitraum erwähnen. Und dann natürlich, wenn das Turnier bestritten ist, der eine Kampf, den man machen muss, und ich dann die Shiny Vögel erhalten habe, werde ich euch natürlich auch jeweils ein Video im Februar, März, April online bringen, um euch auch zu erinnern, dass ihr natürlich hier am Turnier teilnehmt, damit ihr diesen legendären Shiny Vogel auch bekommt. Passend dazu habe ich mir auch überlegt, wie wäre es eigentlich dann mal mit DLC-Gameplay, weil da habe ich ja bisher noch gar nichts gemacht. Das ist ja noch offen für Pokémon Schwert. Wir hatten jetzt ein bisschen Verzug dadurch, dass ich erst noch das Pokémon Snap, die Guides fertig gemacht habe. Schaut auf jeden Fall vorbei, falls euch da noch Bilder fehlen. Dann kam ja Leuchtende Perle raus, dann kommt jetzt demnächst Legends Arceus raus. Also da ist noch einiges im Anmarsch, aber falls ihr Bock hättet, Pokémon Schwert DLC, Schneelandkrone wäre dann sehr passend, würde ich sagen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Interesse daran hättet, und schreibt auch in die Kommentare, ob ihr euch versuchen werdet, die Shiny Vögel zu holen. Es scheint ja sehr, sehr simpel zu sein. Ich gehe auch davon aus, dass es so simpel ist, wie es scheint. Ansonsten, wenn euch meine Infovideos gefallen, lasst gerne ein Like da. Vergesst auf keinen Fall zu abonnieren, damit ihr dann auch nicht quasi die Erinnerung von mir verpasst, wann die Zeiträume losgehen, damit ihr auch nicht verpasst, euch die drei zu holen. Einmalige Gelegenheit. Super easy, diesmal ohne Code, das heißt, ihr könnt das super bequem alle daheim machen, müsst euch keinen Code organisieren, etc. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, entweder bei meinen Leuchtende Perle Videos, die im Moment regelmäßig online kommen, oder zu Legends Arceus, oder allerspätestens dann, wenn das erste Infovideo zu den drei legendären Vögeln in ihrer Galaform online kommt. Bis dann!